Oh, herzlich willkommen oder willkommen zurück. Zweiter Versuch live Börsenblatt Young Excellence Award. Die Nominierten hoffentlich gleich mit Clara Hensen, wenn uns diese App hier nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. So, jetzt, dann gucken wir mal, ob das passiert ist. Es kann auch sein, vielleicht ist deine Internetverbindung nicht so doll. Vielleicht liegt es daran. Oder es gibt irgendeinen technischen Grund, den wir vielleicht nicht kennen. Ich bin wieder da. Du bist wieder da, aber keine Clara, das sieht nicht gut aus. Wir probieren es nochmal und dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Das heißt, du holst sie noch mal rein. Ja, genau, ich probiere sie jetzt nochmal hinzuzufügen und dann Ja. kriegt sie aber klar, also ich wette, dass es bei ihr so aussieht, dass sie auf den Link klicken, dann steht da, der Link ist nicht mehr gültig. Das ist, glaube ich, so das Standardproblem. Ich habe schon eine Idee, wie wir es machen. Clara, wenn das jetzt nicht klappt, dann holen wir dich, wenn du da Zeit hast, bei dem nächsten. Wir haben ja noch einen Termin mit Rebecca. Genau, jetzt kommt wieder hier Info. Klar, Clara kann ich teilnehmen. Wir haben noch einen Termin mit Rebecca Der ist morgen, und oder? Lisa am Mittwoch Am ist Mittwoch. der. Mittwoch, 18 Uhr. Vielleicht kannst du da, und wenn nicht, dann machen wir so. Schade, ist eigentlich zu dritt immer ganz schön. Ne? Das war auch der Wunsch aus der Community, aus dem Alumni-Netzwerk oder von euch, dass man das nicht so alleine gegrillt wird. Und jetzt passiert genau das. Grill mich, Kai. Ich bin Ich grill. ready. Ne? Ich mache mit dir trotzdem, wenn du diese beiden Karten hast, sehr gerne das Spiel. Ich hab sie. Genau, und werf dir einfach jetzt ein paar Fragen an den Kopf und dann gucken wir mal, was sich daraus dann im Folgenden ergibt. Ich bin musikalisch. No. Nie im Chor Also, gesungen, keine Gitarre gelernt, Sopranflöte. ich kann keine Noten lesen, ich kann kein Instrument spielen. Und ich habe selber immer gedacht, also ich höre Musik, das auf jeden Fall, aber ich habe immer gedacht, no way, ich werde das nie können. Und als meine Kinder geboren wurden, also mein Sohn, mein erstes Kind, da habe ich angefangen, einfach auch mal Lieder zu singen. Also so ein Mini-Prozent bin ich musikalisch, aber nicht im klassischen Sinne. Genau, du hast zwei Kinder und ich kann diese Erfahrung auch weitergeben. Ich dachte früher immer, oh, die anderen Eltern, woher kennen die ganzen Kinderlieder? Ich kenne die ja gar nicht. Jeder, der Mama oder Papa wird, macht Sobald erst man, meine ich finde, so, Gedanken. sobald man in den Kita-Kosmos eintaucht, bringen die ja auch so viel mit nach Hause. Und ich habe mich dann auch ganz viel erinnert an die Lieder, die ich zu Hause gehört habe, auch auf Platten und so. Und ja, und trotzdem bleibt die Karte rot. Genau. Aber du bist gestählte Sängerin als Mutter von zwei Kindern. 8 und 3, glaube ich, ne? Es sei denn, ihr macht selber 38, Geburtstag. genau. Ja. Genau, ja. Bei mir steht es ein bisschen traurig. Bei mir steht Sohn, Tochter, Hund, aber den Hund, den muss ich leider streichen, ne? Den gibt es jetzt nicht mehr. Ja, wir mussten gestern leider unseren Hund einschläfern. Das war tatsächlich ein richtig schlimmer Tag für uns alle. Wir hatten den 16 Jahre bei uns und der war jetzt sehr krank. Ja, also es war absehbar. Ich habe tatsächlich auch kurz überlegt, ob ich das heute schaffe, dieses Live hier zu Ja. machen. Aber ich dachte, nee, come on, ich habe mich so drauf gefreut und ich brauche jetzt Dinge, die mir gut tun. Genau, aber das ist sehr schwer. Also ich glaube, jeder, der ein Haustier hat, man merkt einfach, da ist es ist einfach ein Familienmitglied. Ja, man kennt, auf der einen Seite ist es dann eine Erlösung, weil man weiß, dass das Tier ist alt und krank und japst aus dem letzten Loch, aber dann, wenn es soweit ist. Nee, also es war, glaube ich, die schwerste Entscheidung, die wir treffen mussten. Ich fand es ganz schlimm. Ja, also werft mal ein paar Herzen bitte rein. Die Annika, das hat wirklich, wirklich gut Ja, es kommt. gebraucht. Ja. Nachts kann ich am besten arbeiten. Definitiv, du bist auch Morgenmensch. Ne? Bei dir fällt auch der Hammer 15 Uhr, Pi mal Daumen. Ne? Ja, also ich meine, ich bin generell, was sagt man, eine Lerche oder eine Eule? Also ich bin eine Lerche. Ich bin früh vormittags, das ist einfach die Zeit, in der kann ich leisten und auch echt viel wegwuppen.
Ja. Nee, und Schlaf ist Schlaf. Und ich bin jemand, ich brauche so 9 bis 10 Stunden Schlaf jeden Tag. Und seitdem die Kinder da sind, ist mir das noch mehr heilig. Also Kater ist wieder rot. Ja, I feel you. I feel you. Reisen bildet. Yes, auf jeden Fall. Also. Weißt du, Hallo! ha! Ha! Hallo, Ich tut mir freue leid. mich schon. Ich freue mich. Ich habe den noch die ganze Zeit Schwierigkeiten. drauf gehämmert. Ich habe die ganze Zeit drauf gehämmert. Genau, ich Hallo. aus Toronto. Irgendwie ist hier alles verschoben. Meine ganze Technik versagt genau dann, wenn ich sie brauche. Wie schön, dass du da bist. Ja. Jetzt kannst du uns direkt sagen, ob du musikalisch bist. Nein. Sage ich jetzt mal selbstkritisch, ich habe mal Klavier gespielt, aber das ist schon sehr lange her. Ich kann leider auch nicht singen. Wie weit bist du gekommen? Beethovens Fünfte oder Amelie? Genau, also ganz so weit nicht. Ja, ein paar Schubert-Stücke, Impromptu und Chopin. Genau, sowas. Und trotzdem ist deine Karte rot. Come Genau, ja, on. ich auch verlernt habe. Jetzt kann ich nur noch Amelie und Satie und ganz, ganz schlichte Dinge auf dem Klavier, aber es ist wirklich sehr schlecht. Oh Gott, ich Ja. habe vorhin gerade erzählt, dass ich noch Kinderlieder singen kann. Und ich sag nicht, wie lange ich gebraucht habe, um alle meine Enten auf dem Klavier zu lernen. Okay, ich Viel revidiere das. weiter bin ich Alles nicht klar, gekommen. das ist Genau. grün. Genau. Genau, ich muss ehrlich was sehen. Ja. Reisen bildet. Das war die aktuelle Frage. Also. Ja. Wobei klar, Sag mal, kommt drauf an, oder? du bist wahrscheinlich die am Alle. meisten gereiste hier fast, oder? Du reist viel, bist viel unterwegs, oder? Genau, also was heißt, ich reise viel. Ich habe jetzt nicht die ganze Welt umreist. Ich habe an einigen Orten gelebt. Ich würde sagen, das bildet auf jeden Fall, weil es ist ein bisschen, geht ein bisschen mehr in die. Man lebt ja dann da im Alltag. Aber ich würde sagen, Reisen bildet, kommt drauf an. Ne? Wenn man einfach nur so backpackt, ja, kommt drauf an. Hängt davon ab, wer reist und wie gereist Genau, wird. Ne? okay, ganz genau. Du hast es Verstehe. Ja, gesagt. du bist, glaube ich, auch jemand, der sehr viel Wert so auf Zwischentöne legt und nicht so gern so Schublade auf, Schublade zu. Das glaube ich, also ich schätze dich so ein, dass das was ist, was dir so prinzipiell gegen den Strich geht. Ich glaube, ja, wir sind ja in der Literatur zu Hause, in der sozusagen die Ambivalenz das Sagen hat. Dementsprechend halte ich wahrscheinlich immer zwei Kärtchen hoch. Genau. Genau. Ja. Aber Anne, du hast einen Urlaub schon gemacht, wo du gesagt hast, da hast du für dich viel mitgenommen. Ich finde, Oder? jedes Mal, wenn ich diese Stadt verlasse, habe ich das Gefühl, kriege ich neuen Input. Egal wirklich, wo ich lande, ob ich aufs Land fahre oder ob ich jetzt wirklich mal wochenlang weg bin, um wirklich lange zu verreisen. Also ich nehme eigentlich immer was mit. Also ich finde, selbst in irgendeinem Pauschalurlaub kann man noch die crazy people kennenlernen. Nö, also ich nehme das wirklich für mich so wahr. Ich finde das immer als eine große Bereicherung, unterwegs zu sein. Okay, also hängt immer davon ab, welcher Kopf auf Reisen geht sozusagen. Auch, ja. Apropos Reisen, meinen Urlaub plane ich sehr akribisch. Ah, oh! Ach ja, Clara, gar nicht. Ich bin nicht so die Planerin. Ich hatte einen einzigen Urlaub mal, also das war wirklich so eine Backpacking-Tour durch Nordindien mit einer Freundin, sehr akribisch geplant, aber da musste man halt kulturell auch irgendwie vorbereitet sein. Ich glaube, gerade als Frauen, die da unterwegs sind, da habe ich mich natürlich eingelesen. Ansonsten bin ich eher so on the spot und ich erinnere mich noch, dass wir, als wir im Zug saßen, sie sich dann immer tierisch aufgeregt hat, dass ich das immer so last minute vor Ankunft am Ort immer so nachschlage und die wusste schon längst, was wir alles machen müssen. Also sie war viel besser vorbereitet. Ich bin eher so ein intuitiver, spontaner Reisender, Reisende. Ja. Anne ist wahrscheinlich gut vorbereitet. Es Ja, gibt ja ich bin Leute, einem die. Verlag nach zu urteilen, alles super durchstrukturiert. Ja. Kann man Ja, vielleicht klar. auch gar nicht anders. Ja. Ich bin einfach vom Typ her tatsächlich jemand, ich brauche das, ich brauche meinen Plan, ich brauche. Also ich kann schon irgendwo hinfahren und nicht wissen, was ich mir an dem Tag anschaue, aber ich kann nicht wissen, wo ich schlafe. Das no way. Nee, also ich brauche das und ich mache das auch gern, ich kann das auch gut und.
ich verreise ja auch mittlerweile mit der ganzen Family und da muss einfach auch immer viel mitgedacht werden. Interessant. Ja, das stimmt. Andere Planungsfrage. Ich brauche die Deadline. Die Deadline, wofür? Sag du es mir. Ich brauche die Deadline ja auf jeden Fall. Als Lektorin, Autorin kann man ja gar nicht ohne Deadline arbeiten. Ja, großes Pool. Ja, Also ich muss auch sagen, bei mir ist auch so viel los. Ich kann die Dinge in meinem Leben auch nur priorisieren nach wichtig und dringend. Und wenn irgendwas keine Deadline hat und nur so semi-wichtig ist, dann hat es eigentlich keine Chance bei mir. Habt ihr so ganz starke To-Do-Listen und geht ihr dann runter oder jongliert ihr dann mehr? Ich liebe To-Do-Listen, die ich dann nicht einhalte oder beziehungsweise nur zu ein Drittel. Ich habe immer so 5 Jahrespläne für mein Leben und schmeiße dann immer alles irgendwie ad hoc um. Deswegen ist das sehr widersprüchlich bei mir, To-Do-Listen. Aber an sich mag ich To-Do-Listen sehr gerne, weil ja, einfach mal sich viel vornehmen und dann irgendwie so 20% schaffen. Wahrscheinlich besser, als sich gar nichts vornehmen. Ja. Das ist die richtige Einstellung eigentlich. Also ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen mit diesem Klarheit-Kalender. Das ist so wie ein guter Plan, ne? Also wo man so einen Jahreskalender hat mit so Coaching-Fragen und so. Und ich liebe es. Also muss ich wirklich sagen, ich habe meinen Wochenplan, meinen Monatsplan. Also da fliegt auch immer viel durcheinander, aber das gibt mir halt so das Gefühl von, ich habe das im Griff. Und auch so zurückzublicken, ne, am Jahresende nochmal durchzublättern, krass, was habe ich alles gemacht dieses Jahr? Also ich liebe das sehr, ja. Ja, das ist eine schöne Dokumentation auf jeden Fall. Ja, ich habe eine ganze Reihe von diesen Kalendern mal rezensiert für irgendeine Börsenplattform, weiß ich nicht. Das war sehr interessant. Das war mal cool, dass diese ganzen Dinger in der Hand zu haben, das war interessant. Welchen Kalender müssen wir uns für 2023 kaufen, Kai, damit unser Leben in geraden Bahnen verläuft? Ach, ich glaube, es ist am Ende ist es immer der Stift, der den Kalender führt, ne? Und ob man das wirklich sich hinsetzen will und das von oben nach unten und im Voraus und dann nochmal zurückblättern und gucken, habe ich das To-Do wirklich geschafft? Wenn nicht, trage ich es um. Das ist ja das Eigentliche, ne? Eigentlich braucht man das gar nicht alles. Es ist so. Ich würde sagen, wir sind hoffnungslos, oder ich? Was? Nein, ich glaube, das ist eh ganz Damit ich viel. nicht in den Kalender schaue. Nein, ich will nur sagen, manche arbeiten besser mit so einer Struktur und manche brauchen das nicht, weil die drei Sachen gleichzeitig machen und mit der vierten Hand jonglieren auf dem Rücken. So, na, das muss man ja auch können. Ich liebe Binge-Watching. Oh, das ist Clara und schon. ich, wir sind so Feuer und Wasser. Ja. Ja. Wer will anfangen? Bitte alle. Also ich muss echt sagen, ich habe nur ein Abo, das ich schon wirklich bestimmt 10 Jahre habe. Und das ist mein Netflix-Abo. Das habe ich auch noch nie gekündigt. Das habe ich mit keinem Zeitschriften-Abo bisher geschafft. Und ja, nee, also Serien gucken ist das Ding auch wieder, ne? Seitdem ich Kinder habe, ist es alternativlos. Ich komme ja eh nicht ins Kino oder so. Und nö, ich gucke das auch richtig gerne, gerade so Herbst, Winter, lange Abende. Mega. Was Also, guckst du gerade? aber wir sind gerade in so einem Loch. Also, wir haben Ihr gerade habt gar nicht gesagt, oh nee, geguckt. jetzt ist Sommer. Aber ich fand zum Beispiel, oh, wie hieß das? Afterlife fand ich toll. Also, ein bisschen was Ruhigeres. Aber ich gucke auch die ganzen Marvel-Serien, auch düstere Sachen gucken wir manchmal an. Also wirklich super unterschiedlich, je nachdem, wie meine Stimmung auch ist. Und das reizt dich aber gar nicht. Jetzt guckst du lieber Filme oder guckst du generell nicht viel? Ich jetzt, oder wie? Ja. Doch, doch, ich gucke auf jeden Fall. Also ich muss ja eigentlich auch gucken, weil ich teilweise auch Serien lektoriere und begleite. Aber genau, also die letzte Serie, die ich geguckt habe, war Law and Anarchy, die fand ich sehr gut. Das war sozusagen so ein Kommentar auf die Verlagswelt. Ich weiß nicht, ob ihr den schon geguckt habt, die fand ich ganz gut. Kam jetzt dieses Jahr die zweite Staffel raus. Doch, ich schaue schon Serien, aber sehr, sehr begrenzt, sage ich mal. Ich gucke auch gerne Filme, aber ich glaube, ich bin, also klar gucke ich auch mal länger in einem durch, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich gucke jetzt die ganze Nacht irgendwie einen.
eine Serie durch. Ich glaube, ich bin einfach ein sehr langsamer Mensch. Wie so eine Großmutter, die Pausen braucht. Ja, ich glaub, ich bin altmodisch, ich weiß auch nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, mein allererstes Binge-Watching noch vor Netflix-Zeiten, als ich noch jung war, in meiner ersten Wohnung, war tatsächlich die ganze Nacht durch Bob Ross anzugucken. Kennt ihr den? Den Maler? Es ist doch, krass doch, meditativ. Du kennst ihn auch, ja. Du kennst ihn. Wenn der googelst, der du ist in den 80ern ganz groß geworden und der macht so ganz, der hat so eine ganz ruhige Stimme und das kannst du die ganze Nacht durchgucken. And now we are painting a little tree. Das war mein erstes Binge-Watching. Google ihn mal, ich wette, du kennst den garantiert. Ne? Der fängt so harmlos mit einem Pinsel an, dann hast du da so ein Gemälde und denkst so. Oh, ich habe noch eine Serie, die ich sehr wohl gebingewatcht habe vor ein paar Monaten. Das war eine sehr kitschige, sehr süße italienische Serie. Irgendwas mit der astrologische Guide für gebrochene Herzen. Irgendwas sehr, sehr Rom-Com-mäßiges. Das habe ich tatsächlich, das haben die so gut gemacht, mit so ganz schlimmen Cliffhangern am Ende. Und ich habe immer weitergeguckt, weil ich den Protagonisten ganz nett fand. Und habe mich mit den diversen Freundinnen auch ausgetauscht, dass der ganz, ganz attraktiv war. Naja. Das ist ein guter Grund zum Binge-Watching auf jeden Fall. Ey, was guckst du gerade? Du wirkst wie ein Seriengucker. Ich gucke gerade auf Disney Plus die zweite Staffel von Only Murders in the Building. Das ist ganz witzig. Ich habe gestern die erste Folge geguckt, aber ich bin nicht gut zu Binge-Watchen, weil ich, so wie Clara, glaube ich, auch ein bisschen Pause brauche und wenn ich zu viel Netflixe oder sowas und zu wenig lese oder höre, dann werde ich so unruhig irgendwie. Genau, ich bin auch, ich habe irgendwie keine Zeit, ich habe so viele gute Bücher auch von Kolleginnen und ich kriege so viel geschenkt oder zugeschickt und so und ich denke, es sind so tolle Bücher, dass ich das tatsächlich auch wirklich auch bewusst mache, so wie du, Kai, weil sonst einem einfach die Lesezeit fehlt und dementsprechend lese ich jetzt viel mehr auch einfach verfolge ich einfach viel mehr Autorinnen so das Buch für Buch und lese die in einem durch. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also ich finde es total spannend oder ich finde es besser, irgendwie so eine Folge pro Woche zu gucken, ne? So wie bei 9 Folgen, wenn dann also ich musste das lernen, ne? Dann kommt die nächste Folge, kommt dann erst am Mittwoch oder am Donnerstag oder so. Oh nee. Das ist ja bei manchen, so, bei HBO, bei manchen Serien releasen ja auch so. Das finde ich immer ganz nett, so sehr zivil, so ein bisschen wie beim Fernsehen früher, dass man sich noch darauf freuen kann. Ich finde das total schön, so eine Vorfreude zu kultivieren und dann bin ich auch richtig heiß, wenn ich weiß, heute kann ich die nächste Folge gucken und dann weiß ich, dass ich vorher lese wie ein Irrer, um das zu verdienen quasi. Könnt ihr das? Okay, aber genug von mir. Ich habe ein zeitintensives Hobby. Nein, okay, Anna hat Kinder, du brauchst kein zeitintensives Hobby. Mit 2 Kindern ist das gut. Aber Clara, was hast du für ein Hobby? Ja, ich würde sagen eigentlich, also ich würde sagen, es ist ja kein Hobby, aber ja, ich würde schon sagen, Lesen, Lesen ist sehr zeitintensiv. Ja, ich würde es als Hobby bezeichnen, obwohl es ja zum Beruf gehört, ne? Also wenn man lektoriert und liest und schreibt und unterrichtet, aber ich würde es trotzdem als Hobby bezeichnen, weil ich natürlich nicht bezahlt werde. Ja, noch kein Buchblog. Genau, ich weiß, was du meinst. Ja, ich würde dich als professionelle Leserin bezeichnen. Du bist ja aber auch professionelle Autorin, also du sitzt ja gerade an deinem zweiten Roman, dein erster Roman war Down, hatte ein bisschen ein nicht sperriges Thema, aber ein komplexes Thema, ein Thema, an dem man sich schreiben kann und dann das nächste Thema, für das hast du jetzt 3 Jahre recherchiert, glaube ich, in Israel, in den USA, in Deutschland nämlich auch ziemlich viel. Es geht um deine Familie, es geht um Familienmitglieder, die umgebracht wurden von den Nazis. Wie weit ist dieses Projekt? Was ist da der Stand?
Genau, kleine Mini-Korrektur, von den Nationalsozialisten deportiert und teilweise ermordet und teilweise auch von den Hungaristen, also den ungarischen Faschisten, ich bin mit einem Entwurf quasi durch und überarbeite jetzt, was für mich eigentlich heißt, dass ich sehr vieles neu schreibe immer. Aber ja, ich habe einen Entwurf komplett fertig geschrieben und lasse demnächst die erste Leseprobe, also überarbeitete, mit dem Exposé von ein paar professionellen Kolleginnen und Kollegen gutachten, Verlag und mal sehen. Ja. Es ist ja ein persönliches Thema, und im Interview mit Christina Buss hast du gesagt, dass da, also diese ganzen Recherchen, dass da so viel Stoff du zutage gefördert hast, dass du da überlegst, mehr draus zu machen oder dass es denkbar ist, eine Serie zu machen, Sachtexte draus zu machen. Machst du jetzt erst ein Projekt fertig? Und gehst das dann an, oder, also ich stelle mir diesen Prozess sehr, sehr komplex vor, da was draus zu machen? Ja, ich glaube, dass die Schwierigkeit auch darin besteht, dass es, das hatte ich auch gesagt in dem Gespräch, dass es sehr, sehr viel Material ist, und ich glaube, unterschiedliche Gefühle und Gedanken kommen halt bei dieser Recherche, kamen bei dieser Recherche auf. Und für mich grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel der Sachtext sich ein bisschen mehr für mich das Wütende eignet, also sozusagen auch die politischen Gedanken vielleicht zu konkretisieren. Deswegen hatte ich immer wieder über Sachtext nachgedacht. Ich bin aber auch bei der Recherche über verschiedene Details gestolpert, die ich sehr interessant finde, die sehr unterrecherchiert sind, die ich auch für ein deutsches, sag ich mal, Zeitungspublikum interessant fände, ist also zum Thema Behinderung und Holocaust, die jetzt gar nicht mit meiner Familie konkret zu tun haben, aber die ich gerne weiter recherchieren wollen würde. Da könnte ich mir vorstellen, was Kleineres zu schreiben, so ein Artikel. Da habe ich schon so ein bisschen nebenher angefangen, aber zum Thema Fiktion habe ich mich jetzt erstmal ganz klein angenähert und wirklich so einen ganz kleinen Zipfel der Familiengeschichte genommen und den in eine mehrschichtige Geschichte, also es ist eine Familiengeschichte, aber auch mit ein bisschen Liebesgeschichte drin verwoben und mich jetzt erstmal so ganz klein rangetastet. Und ich kann mir vorstellen, ich habe verschiedene Entwürfe für spätere Romane, aber ich traue mich gerade noch nicht an die ganz großen Themen ran, die kommen vielleicht später. Mhm. Ja. Gut. Danke dir für die Auskunft. Wenn wir über persönliche Texte reden, bei dir ist es so, dass dein erstes Buch hat ja auch diesen persönlichen Bezug. Willst du was darüber sagen? Wie das, also war das der Startschuss im Prinzip für die Verlagsgründung auch? Du sprichst von dem Buch Vertrauen nach Fehlgeburt, ne? Ja. Genau. Naja, das war, wenn man das so nennen kann, ein glücklicher Zufall, dass der Moment, als ich überlegt habe, einen Verlag zu gründen, habe ich ja gleichzeitig überlegt, was könnte überhaupt mein erstes Buch sein? Wer will überhaupt zu einem Verlag gehen und das erste Buch sein? Ne, du hast keinen Namen, kein Renommee. Und mit Rosa Koppelmann, der Autorin, war ich schon bekannt, weil ich früher mal einen Online-Shop für nachhaltige Frauenprodukte hatte und sie die Whole Food Box, so eine vegane Versandbox, und wir an einem Gründerin-Stammtisch uns schon kennengelernt hatten vorher. Und das Schicksal wollte es, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo ich den Verlag so ein bisschen im Kopf hatte, gesprochen haben und sie mir eben von ihrer, ich weiß gar nicht, ob es da schon die zweite Fehlgeburt war, berichtet hat, die sie gerade erlebt hatte. Genau, und ich hatte eben damals auch schon eine Fehlgeburt erlebt und sie meinte eben, ach du, ich will daraus ein Buch machen, warum denn nicht bei dir? So, also insofern hat sich das total angeboten, dass wir zusammenarbeiten. Also für mich war das auch ein großer Glücksgriff, ist bei dem Thema so ein schwieriges Wort, aber tatsächlich, ich bin wahnsinnig froh, dass das unser erstes Buch war, weil eine Fügung war es.
Es war eine Fügung irgendwie. Ja, es sollte einfach so sein. Wir haben ja jetzt gerade eben auch die Neuauflage rausgebracht, die auch nochmal komplett überarbeitet wurde. Und das Buch läuft wirklich gut. Das ist ein Longseller. Die Autorin hat sich daraus jetzt wirklich ein ganzes Business aufgebaut, wo sie Familien nach Kindsverlust begleitet. Also wo ich auch das Gefühl habe, mit dem Buch und auch meiner Arbeit habe ich dazu beigetragen, dass so vielen Familien da geholfen werden kann. Ja, und es folgten ja danach auch noch ganz andere Bücher zu anderen Themen. Und ich bin, es war wirklich gut und ich bin sehr froh, dass das Buch bei mir gelandet ist. Ja. Ich wollte auch dir nochmal sagen, Anna, dass das tatsächlich auch in meinem Freundeskreis sehr besprochen wird, das Thema. Und jetzt, seit ich weiß, dass das auch dein erstes Verlagsprodukt ist und dass es bei dir erschienen ist, wollte ich auch mal das vielleicht kaufen und verschenken, weil es tatsächlich sehr komischerweise tabuisiert ist oder Frauen reden nicht von sich so schnell darüber oder von Schwierigkeiten, sich da zu kommunizieren, aber auch irgendwo das Bedürfnis ist da und finde ich richtig gut. Vielen Dank. Ja, ich erlebe das auch so, das ist tatsächlich eine sehr, wie sagt man das, eine Arbeit, die auch viel zurückgibt. Na, also ich muss dazu sagen, ich hatte Anfang dieses Jahres selbst nochmal eine Fehlgeburt, auch eine späte. Und durch dieses Buch habe ich aber gelernt, es gibt eine Community, es gibt Leute, die einen auffangen können. Und das hat, es hilft mich, ich würde sowas sonst zum Beispiel hier nie thematisieren. Ne? Aber ich merke einfach, wenn man darüber ganz normal spricht, weil es eben so vielen Leuten passiert, dann nimmt es auch ein bisschen den Schrecken davon. Genau. Ja, also ich denke auch, oder meine Wahrnehmung war auch von außen, dass es dieses Buch deswegen so ein wichtiges Buch ist, weil es diese Lücke schließt und dieses Tabu angeht. Das war auch was, wo ich im Vorfeld dachte, das ist also diese Enttabuisierung von bestimmten Dingen und dieser genaue Blick auf Themen, die so ein bisschen weggekehrt werden, ist schon was, wo ich von außen glaube, was euch beide miteinander verbindet. Deswegen finde ich es so spannend, dass ihr heute zusammen in dem Live seid. Ja, das stimmt. Also Holocaust und Fehlgeburten hat man selten in einem Live zusammen. Hört sich das mal komisch an irgendwie, ja, aber wichtige Themen. Ich glaube, das sind noch ein paar andere Themen. Das ist ja auch immer der Zugang, ne? Wie mache ich ein Thema zugänglich? Ich glaube, was uns verbindet, ist vielleicht auch der weibliche Weg, denn tatsächlich ist dann so, dass in dem, was ich schreibe, immer einen sehr spezifisch weiblichen Blick habe auf zerrissene weibliche Figuren und das ist verbindet. Genau. Ja, also Clara, ich wollte dich auch noch fragen, wenn du denn ein Sachbuch schreiben würdest, zu welchem Thema würdest du das machen? Ich persönlich, oder? Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage. Zu welchem Thema würde ich das machen? Ich glaube, Wut finde ich gut. Also ich weiß, es ist schon sehr viel bespielt worden, aber irgendwo Wut in verschiedenen Facetten. Also ich glaube, ich fände es interessant, sowohl ein bisschen was Biografisches einzuflechten zu dem Buchtipp, was wir... Die Bücher, die wir gleich selber vorstellen dürfen, hat auch irgendwie sowas damit gemeinsam. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich versuchen zu gucken in der Soziologie und Geschichte, in der Politikwissenschaft, was es mir die vielleicht verschiedene Facetten der Wut anzugucken und vielleicht auch in persönliche Geschichten tauchen, andere, also von Frauen und gucken, wie sie Wut für sich in eine konstruktive Energie, wie man sagen, weiten konnten, die ja viele verschiedene Facetten, kreative, politisch, Veränderung, Aggression, einfach weibliche Aggression, interessant. Ja. Aber das ist jetzt einfach nur so rein intuitiv, müsste ich mal länger drüber nachdenken. Ja. Also ich find's auch spannend. Hier ist eine Verlegerin, weiß ich nicht, ob das schon in Richtung Akquise geht. Ja. Ist aber eine Frage, die stelle ich einfach gerne, weil ich das Gefühl habe, in vielen Menschen schlummern Themen, wo man einfach spürt, das ist noch da irgendwie, das könnte mal raus. Ich finde es einfach sehr interessant immer. Achtung, gleich kommt die wütende Kaskade. Genau.
Ja. Eine Sache, die ihr beide auch gemeinsam habt, ihr seid beide im Prinzip Coach. Also klarer als im Bereich kreatives Schreiben, glaube ich, immer wieder. Und Anna, im Prinzip, also du hast früher Unternehmen, glaube ich, gecoacht, bevor du einen Verlag gegründet hast. Und jetzt coachst du, glaube ich, deine Autorinnen auch so ein bisschen, ne? Ja, kann man so sagen, ja. Also Thema Gemeinsamkeiten wollte ich nur noch mal sagen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass ihr ihr damit auch verschiedene so Schwerpunkte habt, also auch verschiedene Jobs quasi macht. Ne? Also einmal die Lektorin und Autorin, dann Verlag, Mutter. Ich weiß nicht, ob dein Coaching, ob das auch was ist. Das ist ja im Prinzip, also du machst ja mehr als einen Verlag, sondern du, da hängt ja noch mehr dran, ne? Kannst du dazu was sagen, wie dieses Coaching aussieht? Also das ist ja auch so ein bisschen so ein kleines Standbein, das ist ein schiefes Bild, aber. Also ich muss dazu sagen, bei mir ist es tatsächlich einfach Teil meiner normalen Verlagsarbeit, ne? Mich regelmäßig mit den Autorinnen zu verabreden, also im Moment alles digital, aber dass wir immer wieder schauen, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade, ne? Ich stelle eigentlich nur Fragen, also ich stelle nur ganz viele Fragen, ne, was kannst du tun, um gerade voranzukommen, und ich merke, die Autorinnen haben ja auch ganz unterschiedliche Themen. Ich habe Autorinnen, deren Hauptproblem ist, ich habe keine Zeit zum Schreiben, in mir sprudelt, aber ich habe Familie, ich weiß nicht, wie ich es schaffe. Andere sagen, ne, ich habe eine richtige Schreibblockade. Manche, die haben richtig Angst vor dem Gedanke, dass mal ihr eigenes Buch rauskommen könnte, ne, das ist so von wegen, oh mein Gott, it's happening. Ja, und wir schauen dann einfach immer, was brauchst du gerade und wie kannst du auch die Freude am Schreiben zurückgewinnen, ne? Dass das hier nicht irgendwie Deadline, Abgabe, Riesendruck ist, sondern einfach, ja, ist auch so ein Baby, was hier rauskommt. Mhm. Ja, also ich habe halt vor ein paar Jahren mal so eine offizielle Coaching-Ausbildung gemacht, habe mich dann mal ausprobiert, auch freiberuflich als Coach. Habe aber festgestellt, dass es auch nicht so mein Ding ist, den ganzen Tag in so einer Praxis zu hängen. Und jetzt wende ich das einfach auch unterschiedlich an. Ne? Also es sind ja so Grundfähigkeiten, jemandem zu helfen durch Coaching-Techniken. Ich glaube, die kann man ganz viel anwenden. Ja. Welche Rolle spielt deine Coaching-Tätigkeit? Also und welchen Anteil hat dieses Coaching im kreativen Schreiben? Bei mir? Für dich, ja, klar. Ja, ich glaube, eine Zeit lang war das intensiver, also als ich in Berlin war, also kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, war ich auch noch kurz oder öfter in Berlin. Und da habe ich eben verschiedene Institute, zum Beispiel das CIEE, das ist so ein amerikanisch-deutsches, also ein Austauschprogramm mit amerikanischen Studentinnen, immer wieder so Workshops gegeben, aber das war eher so durch Leute, die ich eh kannte, die sagten, ah ja, du schreibst ja und du hast ja im Verlagswesen oder arbeitest ja im Verlagswesen, und gerade diese Kombination finde ich halt interessant, ne, dass man dann halt aus dem Lektorat kommt und halt auch schreibt und auch ein bisschen weiß, wie das klassische Verlagswesen funktioniert, also was muss eigentlich jemand machen, der oder die ja einen Verlagsvertrag irgendwie anstrebt oder erstmal gesehen werden will. Und so kam halt durch kleine Kontakte, kam das öfter zustande immer so. Ich habe das jetzt aber in den letzten Jahren, also aufgrund auch meiner Abwesenheit aus Deutschland, also es ging noch in der Pandemie, manchmal mache ich das noch online, aber in letzter Zeit durch das Schreiben, also weil ich jetzt im Schreibprozess bin, habe ich das jetzt erstmal eingefahren. Mhm. Aber ich mache das an sich sehr gerne und ich würde sagen, das ist sich auch sehr ähnlich mit dem, was ich im Lektorat mache, weil ich ja sehr viel auch Development Editing mache, also sozusagen, also verschiedene Verlage, jetzt zum Beispiel gerade für Ullstein, wo man halt das Manuskript noch gar nicht, also gerade noch im Entstehungsprozess ist und man dann Dinge mitentwickelt, und das ähnelt sich dann halt, ne? Also das eine sind halt dann Autorinnen, die nicht jetzt im Verlagsrahmen schreiben, noch nicht, und die anderen halt schon. Und deswegen ist es ziemlich ähnlich, würde ich sagen, lektorieren teilweise bei mir und unterrichten. Mhm. Ja. Genau.
Was ich an der Stelle fällt mir gerade auch noch gar nicht gesagt habe. Einmal, Anna, sollte man sagen, Paloma Publishing heißt dein Verlag. Und bei Clara kann man noch bei dir dazu sagen, dass du für ganz große Verlage, Ulstein hast du genannt, auch Audible, Hörbücher, die Audible Originals, ganz viel, auch ganz große Dinge betreut hast. Also kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man es hört. Jetzt ist, glaube ich, Zeit für den Buchtipp. Wer will anfangen? Clara, bitte. Clara will anfangen, ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube, Clara will anfangen. Ja, also ich würde, wie möchtet, ich stelle sehr gerne dieses sehr, sehr schöne Buch vor. Das ist Daniel Schreiber, Zu Hause. Ein Essay in kleiner, sehr schöner, feiner Buchform bei Surkamp erschienen. Daniel Schreiber ist Autor und Essayist, also Journalist und Essayist. Und der Untertitel ist Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Das ist sehr schön, dieses Buch. Vor allem, es wäre mir so, das ist letztes Jahr erschienen, nee, die erste Auflage war 2018, das ist jetzt in vierter Auflage schon erschienen. Erstens ist es einfach haptisch sehr schön, also für die BuchliebhaberInnen unter uns. Aber es ist mir auch so zugekommen durch einen Freund, und sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht darauf gekommen. Und es ist sehr, sehr schön, es ist Schreiber, vermischt eben seine eigene Biografie, seine Suche nach dem Zuhause, seine Frage, was ist eigentlich das Zuhause, wenn nicht unser Geburtsort, weil immer mehr Menschen fernab des Geburtsortes ein Zuhause finden müssen oder finden möchten. Ist Zuhause eigentlich immer ein Ort oder ist das vielleicht ein Gefühl? Also zum Beispiel das Gefühl, nicht in Frage gestellt zu werden. Ist Zuhause ein Prozess und solche Sachen. Also er schreibt seine eigene Geschichte, ist ein bisschen wie so eine Autobiografie, aber vermengt mit Ausflügen in die Psychoanalyse, in die Philosophie und in die Soziologie. Und ich finde es eben sehr fein geschrieben. Es ist ja, und natürlich für mich auch sehr schön, also das hatte dieser Freund eben sehr schön erkannt, dass es natürlich bei mir auch ein Thema ist, das Thema Zuhause, aber eben auch gesellschaftsrelevant. Wo würdest du denn sagen, wo dein Zuhause ist? Ja, mein Zuhause ist bei meinem Mann. Ja, bei dem fühle ich mich zu Hause. Ja. Also egal, ob dann in Toronto oder in Oxford oder in Berlin. Genau, ob in Berlin, in Toronto oder in Oxford. Da ist mein Zuhause. Das ist schön, da geht mir das Herz auf. Der literarische Nerd, Florian, du bist genau richtig zu den Buchtipps reingekommen. Willkommen. Jetzt bin ich gespannt, was Anne für ein Buch uns empfiehlt oder euch empfiehlt. Also ich habe natürlich ein Buch mitgebracht, das bei mir erscheint, dieses Jahr im Herbst. Und zwar heißt das, ach du Scheiße, ich bin glücklich, wie du trotz Krise endlich deine Träume lebst. Das ist ein Titel aus der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, dass das wichtig ist in den aktuellen Zeiten, wo... Also ich habe das Gefühl, wir stehen ja gerade vor unglaublichen Krisen im Außen. Corona, Krieg, Klimakrise natürlich. Und jeder von uns hat auch so viele Themen im Innen, dass ich denke, es ist wichtig, in sich drinnen trotzdem Ruhe zu finden und die eigenen Träume zu kennen und auch zu verfolgen. Und deshalb ist das eben ein Titel, ich schaue nochmal kurz rein, von Jessica Kuschalla, das ist die Autorin, ja, wo ich einfach denke, dass der viel Gutes auch in die Welt bringen kann. Wir haben da ganz viele Übungen reingepackt, ganz viele auch digitale, so Enhancement, ganz viele Sachen zum Runterladen, Audiodateien, Worksheets. Ja, wo ich einfach denke, wenn man das Buch einmal durch hat, dann geht es einem innerlich einfach gut. Man ist ruhig, man hat einen Fahrplan. Und ja, das Buch erscheint am 12. September bei uns und kann jetzt natürlich vorbestellt werden. Aber das ist quasi mein der Kaufen-Bass-Mission. Ja. Gut. Vielen Dank für die beiden Buchtipps. Das hört sich spannend an. Und du, Kai, liest du gerade was du empfehlen kannst, oder? Oh ja, ich lese gerade von Susan Clark. Wie heißt das? Oh Gott. Das, wir haben für den Lesekreis haben wir Piranesi gelesen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich ihren ersten Roman durchgelesen habe. Und ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Der ist nämlich nach den beiden Hauptfiguren benannt, aber da ist erst einer aufgetaucht. Mr. Notch und Mr.
weiß ich nicht. Und das ist so eine Art Fantasy. In dem Fall, also es spielt während der Napoleonischen Kriege in England und es geht darum, dass es noch Magie gibt. Und die beiden einzigen Magier im Prinzip, also es ist nicht so High Fantasy, sondern es ist so ein bisschen, als ob du Jane Austen liest und auf einmal kommen Magier drin vor. Ne? Und du hast diese ganzen britischen Gentlemen und dann stellt sich heraus, es gibt wirklich Magie. Und jetzt, also, und das ist einfach super geschrieben. Also permanente Gänsehaut beim Lesen und gut. Don't listen, aber Strange wollt... Mystery, genau. Das kenne ich auch. Interessant mit dem noch historischen Setting irgendwie. Napoleonische Kriege, habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr drüber gelesen. Sehr interessant. Können wir aus dem Rheinland und da war natürlich Napoleon auch unterwegs. Ja. Oh je, gut. Während es hier hinten ein bisschen kräht, kommt jetzt der Moment, wo ihr beiden der Buchbranche noch was wünschen dürft. Anne, jetzt musst du anfangen. Okay. Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das für die Buchwelt eine Welt, in der weibliche, nicht-männliche und auch männliche AutorInnen gleich oft veröffentlicht werden, in gleicher Qualität veröffentlicht werden, gleich häufig, gleich lang und wertschätzend besprochen werden, gleich gut vernetzt und empowered sind. Also eigentlich, kurz gesagt, eine Welt gleichberechtigt für alle, von der alle profitieren. Und ich glaube, das gilt für die Buchwelt, aber auch für die Welt im Ganzen. Das wünsche ich mir für uns. Ja, mit The Female Publisher und deinem Verlag arbeitest du ja auch daran. Es ist noch ein bisschen Strecke zu machen, glaube ich, aber... Ja. Das hat Petja Lund mit dem ETA-Verlag auch im Porträt ja gesagt. Ne? Das ist eine erste, wahrscheinlich mit Aufmerksamkeit auch verfolgt, dass sie den Fokus jetzt ein bisschen mehr auf die Autorinnen nämlich legen möchte. Mhm. Sehr schön, wenn wir das irgendwann nicht mehr müssen, weil dann haben wir Gleichberechtigung erreicht. Aber solange das nicht so ist, bin ich weiter am Start. Ja. Und Clara, was wünschst du der Buchbranche? Darf ich mir auch zwei Dinge wünschen oder nur eins? Na klar. Ich wünsche der Buchbranche das Ende der Pandemie. Ja. Ich wünsche der Buchbranche auch. Ja, ich wünsche mehr Diversität, würde ich sagen. Ja, mehr Offenheit für... Ich meine, es ist ja immer schwer, wenn man die Sprache erstmal nicht spricht, überhaupt in der Buchbranche Fuß zu fassen. Gerade auch im Lektorat. Ich wünsche einfach eine Offenheit für... Menschen mit anderem Hintergrund, ob das jetzt ein sozioökonomisch anderer Hintergrund ist oder ein kulturell anderer Hintergrund oder identitär, geschlechtlich. Diese Offenheit, glaube ich, ist einfach wichtig in bestimmten Schnittstellen. Ja, bei der Frage, welche Bücher werden eigentlich verlegt. Ja, das wünsche ich der Buchbranche. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg bei der Publikumswahl, die gerade ansteht. Bis zum 17. Juli ist die Wahlkabine auf Börsenblatt.net geöffnet. Ihr könnt für diese wundervollen und sehr interessanten Menschen abstimmen. Vielen Dank für eure Zeit und allen, die zugeschaut haben, auch vielen Dank und einen schönen Abend. Danke, Kai. Danke, Ciao. Ganz bald. Tschüss. Tschüss.